So, wir treffen uns hier zu einem kleinen Kurs Integralrechnung. Das erste Video ist eine kurze Einführung. Wieso, weshalb, warum wir so etwas überhaupt machen. Und zwar ist Integralrechnung grundsätzlich die Umkehrung der Differentialrechnung. Also wir haben jetzt hier eine Ableitung einer Funktion, die bekannt ist, und wir suchen die Ausgangsfunktion. Wie sieht also unser Problem aus? Wir haben f' ist bekannt und da ist natürlich dann die Funktion zu gesucht. Üblicherweise sagt man f von x ist bekannt und man sucht dazu die Stammfunktion. Und damit man dafür auch eine einheitliche Schreibweise hat, einige von Ihnen mögen es schon aus der Schule kennen, und dann sucht man halt das Integral f von x dx. Und f von x dx ist die Stammfunktion, solange wir noch keine Grenzen hier dran haben, also noch ein sogenanntes unbestimmtes Integral haben, gehört immer noch eine Konstante dazu, denn wir erinnern uns, beim Ableiten fielen Konstante jedweder Art immer weg. Das heißt, beim Ableiten einer Konstanten blieb nichts mehr übrig. Umgekehrt natürlich muss der Kram wieder dazu. Man kann damit natürlich sagen, wenn ich das Integral groß f' von x dx habe, dann ist das nichts anderes als f von x selber, natürlich wieder plus dieses c. Und hier zwischen können wir auch diesen Kringel wegmachen. Auch hier zwischen besteht Gleichheit. Jetzt sieht man auch noch mal so ein ganz klein wenig am Rande. Wir haben ja verschiedene Schreibweisen gehabt für die erste Ableitung. Wir hatten f' von x, aber vielleicht, wer sich auch noch daran erinnerte, man hat f von x in Richtung x abgeleitet. Also die f von x nach dx, das war das sogenannte Steigungsdreieck mit ganz kleinen x, das heißt dx ging gegen minimal klein gegen 0. Und damit hat man dann auch gleich die Integralrechnung als Umkehrung. Bitte vergessen Sie, wenn Sie integrieren, nicht das dx. Das ist wie Klammer auf und Klammer zu. Das muss immer zusammenstehen. Bitte nicht einfach weglassen. Damit kann man aber auch schon ganz schnell die einfachste Regel nennen. Wenn wir nämlich unsere Funktion haben, f von x hoch n, und das ist unsere Ableitung, also unsere Funktion, die bekannt ist, die wollen wir integrieren, dann müssen wir ja hier oben, wir stellen uns vor ganz kurz, wir wollen ableiten. Beim Ableiten haben wir minus 1 gemacht, das heißt beim Integrieren müssen wir dann plus 1 machen. Und wenn man umgekehrt x hoch n plus 1 abgeleitet hat, dann hat man den Exponenten davor geschrieben, also da stand dann n plus 1, oben x hoch n plus 1 minus 1, da sind wir schon ziemlich gut, das sieht schon sehr schön aus, wir haben jetzt hier noch n plus 1 irgendwie über, aber oben im hinteren Teil schon x hoch n, und dieses n plus 1, das uns hier stört, können wir durch einen Faktor korrigieren. Und zwar, wenn man sich vorstellt, dass hier noch der Faktor 1 durch n plus 1 davor steht, dann steht er natürlich auch hier und hier. Und hier ist es dann nur noch x hoch n. Also muss natürlich bei dieser Regel hier der Faktor, der grüne, noch davor. Damit wir am Schluss die richtige Stammfunktion haben, und da wir noch ein unbestimmtes Integral haben, gehört auch noch die Konstante c dazu.